Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch ein paar Sachen zu den Herausforderungen der Woche 3 in Season 8 erklären. Dafür empfiehlt es sich auf jeden Fall, Raubzug zu spielen, weil man da oft an den Randgebieten nicht so leicht abgeschossen werden kann. Und man hat natürlich auch den Vorteil, dass die Gegner ziemlich konzentriert auf bestimmte Punkte auf der Karte sind, wodurch man in seinen eigenen Orten dann ein bisschen weniger los ist. Bei der ersten Challenge muss man hier auf jeden Fall diesen Ladebildschirm haben. Also man muss ihn nicht haben, aber man muss wissen, wo er hinzeigt. Kommt ihn so oder so nur mit dem Battle Pass. Und ihr werdet dann gleich sehen, wenn das Spiel lädt. Das dauert nur wenige Sekunden. Ich empfehle auf jeden Fall, nach in Fatal Fields zu landen. Oder eben halt den Ort zu besuchen, den man auf der Karte sieht. Wow, das kann man jetzt natürlich nicht sehen, weil der Raubzug-Bildschirm hier ist. Auf jeden Fall wird die Lupe, auf der Karte wird ja mit der Lupe, die über dieser Statue da ist. Ne, die Statue, genau. Ist dann aber nur ein Haus. Auf jeden Fall ist da dann der Ort, wo man hin muss. Von hier 900. 10 Meter entfernt. Dort kann es sein, dass wirklich mehrere landen. Man muss ein bisschen gucken, wie leicht man das schafft. Notfalls Disco-Dominanz spielen. Sonst sollte man auf jeden Fall in Fatal Fields als erstes landen. Dort Truhen öffnen. Späteren Verlauf nach Salty Springs gehen. Und zusätzlich muss man ja noch Feingegenstände platzieren. Das heißt, den Geschützturm, das Jump Pad und die Schadensfallen. Zurzeit gibt es ja keine anderen Fallen. Früher gab es ja auch mal die Gefrierfallen und auch die Bouncers, hier, wie hießen die eigentlich in Deutsch? Sprungabprallflächen oder so. Auf jeden Fall, wenn man Glück hat, dann sollte hier nicht direkt ein Lootdrop spawnen, denn dort sind nun mal die meisten Gegner. Hier spawnt nur ein roter Loot Drop. Dort kann man auch hingehen, um schon mal ein bisschen Loot zu haben. Es kann wirklich sein, also zum Beispiel habe ich eben gerade schon mal versucht, hier hinzugehen. Und dann wurde ich hier direkt gekillt. Auf jeden Fall sieht man es hier schon. Hier ist der Battlestern neben der Kiste. Ziemlich easy auf jeden Fall zu finden. Zusätzlich muss man eine Eliminierung, also jeweils eine Eliminierung mit einem Scharfschützengewehr machen, mit einer Pistole und auch noch mit einer Maschinenpistole. Hier kann man jetzt auch übrigens wieder die ganzen Challenges sehen, auch schön sortiert jetzt wieder. Zusätzlich gibt es ja auch noch hohe Einsatz-Challenges. Ich habe die meisten schon im letzten Event gemacht. Greifer, denke ich mal, ist easy und sonst 5 Matches gewinnen. Ist jetzt in Raubzug auch nicht so schwierig, weil ja 3 pro Runde gewinnen können. Man sollte auf jeden Fall Kopfschussschaden machen. Ich denke mal, das ist auch so eine Sache, die man automatisch macht. Man versucht ja immer auf den Kopf zu zielen. Ich werde mich jetzt erstmal da ran sneaken zu dem. So. Sonst eben halt muss man versuchen, irgendwie mit dem Kugler Richtung Salty Richtung Fatal Fields und Salty Springs zu kommen. Ja, perfekt. Der hat aber auch safe eine Sniper, weil da eigentlich immer eine Sniper drin ist. Hier gibt es auch wieder ein paar alte Gegenstände. Genau. Sorry, kurze Unterbrechung. Der Moment, wenn man in Aufnahmen gestört wird. So, ich muss jetzt erst mal wieder beginnen, reinkommen. So, auf jeden Fall sollte man die Grappler Challenges wirklich easy machen können. Ich meine, das findet man ja an so ziemlich jeder Stelle. Dann grappelt man sich hier einmal so entlang. Denk mal, da weiß auch jeder, wie man das machen sollte.
Selbst mit einem halben Grappler schafft man das ja. Richtig easy. Da hätte ich jetzt auch verkacken können. Hätte ich nicht noch einen Grappler-Schuss gehabt. Man darf nicht direkt von der Zipline mit dem Grappler wegspringen. Aber ich denke mal, die Challenge sollte auf jeden Fall easy möglich sein. Sonst Kopfschussschaden. Easy. Mit verschiedenen. Gerade mit einer Pistole könnte das eventuell so ein kleines bisschen schwieriger werden. Da empfiehlt es sich, eine Deagle zu nehmen. Die findet man, denke ich mal, noch am häufigsten. Sonst, insbesondere wenn da mehrere auf den Lama gehen oder wenn man sich jemand an den Wagen verkämmt, dann kann man dort auch ordentlich Kills machen. Wie gesagt, hier gibt es auch alte Items. Mit man zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es zum Beispiel auch Bounce Pads in diesem Modus gibt. Die habe ich bisher noch nicht gefunden. Sonst denke ich mal, sollten alle Challenges, sowohl von den Highstakes Challenges als auch von den Weekly Challenges klar sein. Und dann werde ich jetzt noch mal ein bisschen weiter. Also hier zum Beispiel Zwillingspistolen werde ich jetzt auch mitnehmen, um den Pistolen. Aber wobei, ich nehme doch lieber erstmal die Maschinenpistole mit. Zweimal verkackt. Jetzt weiß ich zwar nicht, wo der Gegner ist. Er trifft mich natürlich mit dem letzten Hit. Jetzt war es mal wieder komplett. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Alle Challenges sollten klar sein, noch als Zusammenfassung. Fatal Fields als erstes landen. Kisten öffnen. Nach Salty Springs weitergehen. Zusätzlich noch die Schatzkarte suchen. Killset, Maschinenpistole, Pistole und Scharfschützengewehr machen. Denke ich mal, sollte auch easy sein. Kopfschussschaden macht man automatisch ein paar Runden spielen und man hat's. Feingegenstände fallen einfach zum Beispiel mit Tilted platzieren oder so. Für Kakteen in der Wüste, ja, geht man einmal in die Wüste, farmt sich da 500 Holz und dann ist das auch fertig. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne mal eine kleine Bewertung da in Form eines Abos oder eines Likes. Würde mich auf jeden Fall super supporten und teilt auch gerne die Videos mit euren Freunden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.